Yo Leute, hier bin ich wieder beim weiteren Let's Play von Monster Hunter Portable Third. Und ja, Stille. So, heute kommen wir nun zu einem Monster, was uns jetzt als letztes noch fehlt, und das wird sein, oder das ist unser kleiner Süßer, wie heißt er? Muss ich noch kurz nachdenken. Oh, boah, hier Königsludrot. Bäh, so ein dummer Hurensohn. Ja. So, ich habe mich heute entschieden, ein Kurzschwert zu nehmen. Hier SNS. Nicht Kurzschwert, bäh. Und das ist der Dragon Mace, glaube ich. Ja, genau, das ist einfach von auch von Barot die Waffe. Dafür braucht ihr besonders einen Schweif und sonst noch einen Skalp, glaube ich. Oder zwei sogar. Also, wenn ihr die Rüstung von Barot gemacht habt, dann könnt ihr 100%ig auch diese Scheißwaffe machen. Das Video habe ich mir wieder schon einmal angeguckt. Und deswegen wird er hier in der 5 auftauchen, doch wenn ihr euch das Video anschaut, ist er in der Nummer 10. Dort wird euch dann ein sehr geiles Video erwarten. So, hier ist er, unser kleiner Hase. Er ist so süß. Und ja, was man dazu sagen, es ist ein hässlicher, kleiner, fetter. Weiß ich weiß gar nicht, was es sein, was es darstellen soll. Es soll, glaube ich, ein Wasserlöwe sein. Aber keine Ahnung. Ui. Ich habe wirklich null Ahnung. Ich sage jetzt einfach, es ist ein Wasserlöwe. Böser Wasserlöwe. Mit dieser Waffe umzugehen zu können, mit der ich gerade kämpfe, ist echt null Problemo. Null Problemo. Oh, jetzt hier gut, würde jetzt gerade irgendwie voll gut die Werbung von, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Die Werbung von. Oh, was war das? Ich hab doch geblockt, Muschi. Würde gut die Werbung von. Oh, 1 und 1 passen. Ja, der hat ja auch. Oh, das war schlecht. Weil die haben ja, benutzen ja auch dauernd solche coolen Sprüche. Wie. Ja, keine Ahnung wie, aber trotzdem. Ich meine, mir fällt es gerade auf, dass es einfach da gut hinpassen würde. Ich verdrücke mich dauernd. Wie nett ist das denn? Also, ich würde euch empfehlen. Schlagt ihm den Schweif ab. Oh, geh mir nicht auf die Nüsse, du blöde Muschi. Und gut ist immer die Kombo mit der mit Dreieck und danach stehen bleiben und einfach Kreis dreimal drücken. Dann kommt eine wirklich gute Kombo bei raus. Mann! Ey, was ist das? Es kotzt mich an. Wirklich, also am Anfang ist dieses Monster echt einfach nur mit dieser Waffenart. Ich mach es eigentlich nie mit dieser Waffenart, deshalb bin ich so untrainiert. Deswegen könnte das Ganze auch. Ui, bam! Könnte das Ganze auch einfach 8 Minuten, 9 Minuten dauern. Also ihr dürft echt nicht enttäuscht von mir sein, wenn ich jetzt hier. Hau mich weg! Blöde Sau, ey. Hey, fick dich doch einfach ins Knie, du blöde Muschi! Also mal ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was der genommen hat, dass der. Ich finde den so hyperaktiv, dieses Vieh. Diesen, ich sag mal, diesen ist ja ein. Ich weiß gar nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, ey. So wie das aussieht, der hat Haare wie so ein Mädchen und macht hier einen auf Macker wie ein Mann. Oh, fick dich doch. Geh ins Bett. Jetzt reicht's aber. Komm. Geh kacken. Mal kurz aufladen, damit wir hier nicht verrecken, ne? Also wie ihr seht am Anfang, ich habe 120, glaube ich, Leben, weil ich ein Dingsbums hier weitergemacht habe in der Gildenhalle bei dem
Hier bei dem Brunnen. Ja, das war nicht schlecht. Mann, was machst du denn, du blöde Kuh? Also, ja, also ich hoffe mal, es wird euch nicht zu langweilig. So, ah, okay, der Schweif kommt jetzt nicht mehr so weit. Mann, ey, also. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich werde einiges versuchen, damit dieses Monster hier schön verreckt. Weil ihr habt's verdient, es zu erleben, wie dieses Monster einfach nur im Boden versinkt und ja, jetzt humpelt's schon. Okay. Geh kacken, blöde Kackfotze. Vielleicht bricht, geht der Kamm ja noch Schrott. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Wow. Ich dachte, wenn das Vieh. Ja, also. Anscheinend ist das Vieh irgendwie bis gerade ein bisschen hyperdämlich und denkt, es hat eine Chance gegen mich, aber okay. Ist kein Problem. Kann ruhig hier bleiben. So, letztes Mal habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe es gleich am Anfang getötet. Also es wäre schön, dass es entweder jetzt, wenn es jetzt entweder jetzt sterben würde oder. Oh, sehr gut. Ich nehme jetzt einfach mal einen normalen Wettstein, damit die Waffenschärfe wieder voll ist, obwohl das Monster wahrscheinlich gleich nach 3, 4 Schlägen tot ist. Egal, rauf geht's. So, was kann ich erzählen? Das kann ich erzählen. Ich erzähle einfach irgendwas, was mir jetzt gerade in dem Moment einfällt. Und zwar, dieses Monster soll ich glaube, einen Löwen symbolisieren. Glaube ich. Ne, ich gehe jetzt lieber weg, damit es. Ja, komm her, blöde Muschi, komm her. Komm her. Komm her, du blöde Kuh, komm jetzt her. Hab ich jetzt, dass du herkommen sollst oder nicht? Blöde Scheiß. Fotze. Oh ja, toll, gut. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Gut, jetzt ist er tot. So, ihr müsst jetzt nicht mehr. Okay, ich möchte euch davor noch zeigen, wie geil ich dieses Monster jetzt hier hingelegt habe. Ja, geil. Gut. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Oder wenn überhaupt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Egal. Scheiß mir, wo ist jetzt, was ihr da. Nee, ist mir nicht egal, was ihr denkt. Egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.